So, recht schönen guten Abend, LVB-Talkrunde nach dem Spiel gegen den Dessau-Rosslauer HV. Mir zur Seite der Jens Werner als Vertreter des Dessau-Rosslauer HV und natürlich der Thorsten Head Coach des LVB. Jens, erste Halbzeit für euch, ein richtig erfolgreiches Spielchen. 6 Tore teilweise enteilt, mit 3 Toren in die Halbzeit gegangen. Reden wir erstmal davon. Tolles Spiel, was habt ihr richtig gemacht in dieser Phase? Erstmal Glückwunsch an Rostein. Ja, also sprechen wir erstmal über die erste Halbzeit. Das Rechte lässt sich leichter besprechen. Da haben wir zumindest das umgesetzt, was wir die letzten Wochen verfolgt haben, wo wir mit den Jungs geredet haben und trainiert haben. Sehr schnelles, munteres Spiel. Viele Kreise, ganz tolle Sache. Ja, danke. Wenn wir bis 30 Minuten spielen, können wir es doch nicht kaufen. Wir reden jetzt von das. Ja, also wie gesagt, die erste Halbzeit damit sind wir verliehen. Ja, was soll ich jetzt noch groß zu der ersten Halbzeit sagen? Es war so, wie wir es uns gewünscht haben. Wir haben natürlich dummerweise schon vor der Halbzeit ein bisschen vergessen, den Sack zuzumachen. Haben wir schon mit 6 Mann in die Führung gehen, nur mit 3 in der Halbzeit. So, da kündigte sich's an, Anfang der zweiten Halbzeit auch nochmal ein Aufbegehren. Da ging es auch nochmal nach vorne ein Stück. So, und dann bröselt es. Warum? Keine Ahnung. Also Robert Lux ein bisschen mehr genommen, aber ich denke mal, Robert hat trotzdem noch seine Tore gemacht. Ja, das schon, aber es hat einfach auch die Bewegung gefehlt. Es wurde der Kopf angehört, es wurde der Kopf gezogen, kaum noch von der Zone gesagt. Die Wechselei, die wir durchgeführt haben, die hat auch nicht das Gewünschte gemacht, was wir gedacht haben. Und das war uns natürlich dann halt so gehen lassen. Das waren dann teilweise auch ein bisschen unglückliche Einzelaktionen, die dann kamen. Ein paar Pfiffe, die in der ersten Halbzeit noch ausgeblieben sind, kamen dann in der zweiten. Ja. Fass es mal gesamt zusammen nochmal in 3 Wochen. Versuch's mal. Kann ich eins sagen, scheiße. Genau, das wollte ich hören. Das eine Wort reicht mir. Jens Werner, deshalb war es mal vor Thorsten. Bei 6 Toren Niesen hatte ich schon ein ganz schlechtes Gefühl im Magen. Da dachte ich schon, das Ding, das könnte ganz böse in die Hose gehen. So, als es dann zur Halbzeit wieder 3 ran, ja, dachte ich, das wird doch irgendwie, ja, was hast du denn dann gemacht? Das war ja richtig geil, die Wechselei. Wechsel. Also, schönen guten Abend. Ich würde mal sagen, bei so einem Wetter im Prinzip so viele Zuschauer hier in die Halle zu bekommen, da schließe ich ganz klar sich die Dessau-Fans hier ein, die hier sich absolut lautstark bemerkbar gemacht haben. Und für eine sehr, sehr, wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gute Handballkulisse einfach ihren Beitrag geleistet haben. Das finde ich erstmal noch erwähnenswert vom Weg. Und dann muss ich ganz klar sagen, mir fällt es unheimlich schwer, etwas zu sagen. Das liegt einfach daran, Jens und ich, wir kennen uns ganz, ganz lange. Wir kommen aus dem gleichen Verein aus Dresden. Wir haben zusammen gespielt und sind dann unterschiedlich im Prinzip weiter unsere sportlichen Entwicklung gegangen. Ich bin in Leipzig, jetzt der Esel hält sich der erste, Entschuldigung, andersrum, Jens, du bist nach Frankfurt gegangen zum Club und ich nach Leipzig. Und dann haben wir uns letzten Endes jetzt auf diese Art und Weise nach ein paar Jahrzehnten gefunden. Das finde ich erstmal ganz schön. Mir tut es leid, dass es im Prinzip am Ende so eine hohe Niederlage geworden ist, weil ich dann unterstreichen will, wirklich, dass er in der ersten Halbzeit einfach eine sehr, sehr gute Leistung gemacht hat. Du hast mich gefragt, wie mir es ging. Ich hatte auch ganz schöne Bauchschmerzen. Und zwar deshalb, weil wir haben miteinander vorher darüber gesprochen, dass genau das nicht eigentlich von besser erwarte, dass es sich wäre, dass sie hier wirklich alles aufbieten, um im Prinzip einen Auswärtssieg einzufahren, einen Punkt mindestens mitzunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft hat inzwischen so ein bisschen vergessen, wie Kampf aussieht. Und das hat uns deshalb auch vorgemacht. Genau, deshalb hat uns vorgemacht, dass wir haben im Prinzip sträflicherweise einerseits Formen leichtsinnige Fehler, auch Zugspielfehler im Prinzip fabriziert und sind deshalb auch in die Schräglage gekommen und zusätzlich noch dazu diese entsprechenden Kreise bewegen mit entsprechenden Kreisanspielen an Sebastian Donald. Das hatten wir vorher besprochen, das ist in der ersten Halbzeit überhaupt nicht aufgegangen, wie wir es uns auch zurechtgerückt haben. Das Entscheidende war, Robert Lux aus dem Spiel weitgehend rauszunehmen, dass man ihn ganz ausschalten kann, ziemlich hier niemand sagen, die Qualität von Robert Lux ist einfach nicht der Liga entsprechend, sondern eigentlich zweitligareif. Und das muss man auch mal so sehen.
Und deswegen bin ich am Ende froh gewesen, dass wir noch mit 3 Tonnen Minus hinter sich in die Kabine gegangen sind. Das habe ich in der Kabine gemacht. Ha, stimmt, das kannst du wieder erzählen. Aber ich glaube, das passt relativ aufs Band, deswegen kürze ich es ab. Ich habe den Jungs einfach gesagt, wenn es uns gelingt, diese Fehler zu minimieren, andersrum in der Lenkung einfach, wenn sie diese Aggressivität endlich aufs Papier zu bringen, aufs Parkett zu bringen, dann werden wir erfolgreich sein, denn dann wird es nicht so schwer, den Vorsprung zu behaupten. Und zum Zweiten, es wird der Druck immer höher, je näher das Spiel dem Ende geht. Und genau das ist am Ende auch eingegangen oder aufgegangen in dem Sinne. Und es hat im Prinzip schon nach 10 Minuten, es war die 40. Minute, dort hat man schon vergessen vorbeizuziehen. Das ist uns dann kurz in einer kurzen Zeit später gewesen. 21 war ein bisschen zäh. Da dachte ich, machen wir uns mal eine Spur. Das ging ja nicht, hier geht es nicht um die goldene Anlass, sondern geht es ja ganz klar um Existenzen auf der Dessauer Seite. Wir hatten es da ein Stück einfacher, weil wir uns letzte Woche Gott sei Dank im Prinzip für die Ligaerhalt qualifiziert haben. Das ist natürlich als der Kopf ein Stück freier. Und der Schritt wird immer stärker, wenn man im Prinzip weiß, man liegt hinten. Und wenn man 2 Tore hinten liegt und 3 Tore hinten liegt, dann weiß man, es geht im Handball, das kann man auch aufholen. Aber wenn es 4 und 5 werden, dann wird es immer schwieriger. Und das ist das Problem. Man hängt unten drin und man gibt sich unheimlich viel Mühe. Und dann entstehen, so wie es jetzt vorhin richtig gesagt, eher Einzelaktionen. Und die sind meistens in der Mannschaftsform eigentlich ungünstig. Und einen riesen Aspekt, da muss man ganz klar sagen, ich habe nicht gesehen, dass sich das aufgegeben hat. Sie sind so ein Stück in ihrem, also ich glaube, man hat es gesagt, so in dem Gespräch, weil ihr seid im Prinzip von eurer Kombination so ein Stück abgegangen, es war nicht mehr dieser Fluss, dieser Spielfluss, was ihr wolltet. Und das hat es uns ein Stück leichter gemacht. Und ja, schließlich, wenn man dann die Konter reinkriegt, dann wird es natürlich umso schwerer. Und das war am Ende unser Glück. Da haben wir es uns ein Stück leichter gemacht. Als Clemens den ersten versammelte, dachte ich, Mist, das hat er den ersten behauen. Hoffentlich kommt er noch, er kam dann aber richtig gut noch rein, ne? Ins Spiel. Ja, also Clemens hat im Training in der letzten Zeit richtig auch mittlerweile aufgedrängt, ist wieder Musik am Ball und hat heute eine ganz ordentliche Leistung geboten. So, und Carlo hat die Mannschaft. Ein Ball von Dutz und Clemens und Carlo hat die Mannschaft auch ganz schön dafür weg. Mit seinen Aktionen war das heute, also dieses eine Ding mit frei gerade mal durchgesprungen und dann hämmert das Ding in den Winkel. Cool. Ja, also ich glaube, was Carlo kann, weiß jeder in der Liga. Er ist wirklich in der Lage, variabel zu werfen und wir sind froh, dass er jetzt mittlerweile schon diese Power wieder hat, auch die Sicherheit und er hat absolut seinen Einsatz sehr gerechtfertigt. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Thorsten Löser ist die Elfer. Jetzt Platz 13 war bestimmt nicht unbedingt euer Ziel in der Geschichte in der Liga dieses Jahr. Jetzt seid ihr unten und jetzt, was willst du jetzt tun, um das wieder nach oben zu bringen? Die letzten Spiele. Ihr geht zum Klassenerhalt für euch jetzt. Ja, das ist einfach Punkte holen. Wo als nächstes? Ja, also wir haben definitiv noch 2 lösbare Aufgaben zu Hause. Ja. Wir haben da mit Groß-Bieberau und das letzte Spiel ausgerechnet noch gegen Bernburg, wo wir noch alle Kleine geholt haben. Das ist ein heißes Ding, ne? Alle Spiele werden heiß. Wir müssen es ganz einfach schaffen, auch in den entsprechenden Situationen wirklich mal die Kopf oben zu behalten. Einfach da auf der Holzland den Erfolg zu finden, sodass man nochmal nach Hause gehen kann und kann sagen, nach so einem Spiel, man hat auch diese 2 Punkte mitgenommen. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste in so einer Situation, ganz einfach heute hier einen Haken mal zu machen, nochmal mit Sicherheit das Spiel auszuwerten, aber nicht noch sinnlos aufzuhämmern, das wird überhaupt nichts bringen. Und ganz einfach, die nächste lösbare Aufgabe anzugehen, nächstes Woche zu Hause in Lieberau, da müssen wir ganz einfach diese 2 Punkte holen. Und ich denke mir, wenn wir die geholt haben, dann haben wir wirklich schon mal einen riesen Schritt gemacht. Dann haben wir eventuell diese 5 Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Abstiegsplatz und dann spielt sich wahrscheinlich eventuell dann noch auswärts rein. Jetzt, dass ihr es könnt, habt ihr mit bewiesen in der ersten Halbzeit. Dass es stabiler werden muss, müsst ihr noch beweisen in den letzten Spielen. Ich wünsche euch viel, viel Glück für den Klassenerhalt. Viel, viel Glück im Spiel gegen Groß-Bieberau. Und mit den Fans im Rücken, muss ich ehrlich sagen, kann es eigentlich nur gut gehen. Also riesen Dank nochmal an die Fans. Das ist der Rostlauer V, der war richtig, richtig super. Mit so einem Support, da kann sich jeder glücklich schätzen, dass er den Rücken hat. Thorsten, unser nächster Gegner. Naja, wir haben noch eine
hätte ich letzten Endes ein Vorspiel gehabt für das nächste Spiel, wir spielen gegen Donner. Und auch Donner letzten Endes braucht jeden Punkt und den Klassenerhalt. Also es wird eine ähnliche Konstellation wie heute werden. In Donner sind auch die langen Duelle, da wird auch hart zu Werte gehen. Da geht es im Prinzip ganz klar, den Kopf rasch oben zu haben und in der Zeit dieser Aggressivität von der zweiten Halbzeit einfach von Anfang an auf den Platz zu bringen. Und dann soll das Ziel ganz klar sein, wir wollen die zwei Punkte nach Leipzig mitnehmen. Ich denke, das werden wir schaffen. Ich sage dem Peter Hasenschen, grüße, das nächste Mal du spielst und der Pressekonferenz machen wir erstmal. Nee, Quatsch. So, haben wir noch Fragen aus dem Publikum an beide Trainer? So, ja genau, was ist mit unseren Verletzten? Mit unserem Olli, also ich denke mal, Flo kommt nächste Woche wieder, was mit Olli? Also der Olli, ganz klar, ist noch nicht die entscheidende Vorfahrt, weil der Knieverletzung letzten Endes wird ja im April die entsprechende Untersuchung sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu Operationen kommt und wird das ausfällt für lange Zeit. Das ist also im Bereich des Möglichen, das wäre ganz, ganz bitter. Wir brauchen jetzt erstmal den Heilungsprozess zwischenzeitlich ab, medizinisch gesehen, wir brauchen auch das dann entsprechend rauszuwerten in circa 4 Wochen und das ist letzten Endes die Zeit, die wir warten müssen. Wir hoffen nicht, dass der Worst Case, wenn er sich einführt, dass er ausfällt, dann würde er uns letzten Endes wahrscheinlich die ganze Hinrunde, vielleicht sogar die ganze nächste Saison ausfallen, das müssen wir schauen. Zu Florian Pfeiffer, ich hoffe, dass er nächste Woche wieder an Bord ist. Also es könnte dann kein Meniskusschaden, sondern im Prinzip eine Überredung und nach ärztlichen Aussagen zumindest können wir darauf hoffen, dass wir die nächste Woche einsetzen können. Und alle anderen, ja, wir brauchen einfach noch zwei. Die Patrick Zieber, Garofule wird wahrscheinlich operiert werden müssen, auch am Knie. Das sieht jetzt so aus, also die entsprechende medizinische Behandlung hat das jetzt nicht gefruchtet. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch operativen Eingriff nicht herumkommen. Ich glaube, es reicht für diese Saison, muss ich noch ganz klar sagen. Trotzdem haben wir diese Saison noch viel Glück gehabt, dass alles noch so gut ging. Hat man viel schlimmere Saison, wo wir wirklich nicht mal bewusst haben, wie man eigentlich da auf die Platte. Ansonsten nochmal vielen Dank an alle hier in der Brüderstraße bei diesem Drittligaspiel SGL gegen den Dessau-Rostauer V. Wir sehen uns wieder hier in 14 Tagen, dann zum vorletzten Spiel der LVB-Handballer in der Brüderstraße. Also bis dahin, tschüss, macht's gut.